So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich hoffe, man sieht den Stock vom Deppenzepter nicht. Wahrscheinlich doch. Wahrscheinlich muss ich den ein kleines bisschen mehr so stellen. So, jetzt müsste man den Stock vom Deppenzepter nicht mehr sehen. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, denn da ich ja versuche, möglichst leicht unterwegs zu sein, habe ich an Kameratechnik natürlich auch wirklich nur die Actioncam dabei. Auto, da werden jetzt noch ein paar kommen, das liegt daran, dass das einzige Plätzchen zum Pause machen, bei dem es noch Sonne gibt, hier mehr oder weniger direkt an der Straße liegt, ne? Weil ich gehe jetzt über den Fluss gleich und auf der anderen Seite vom Tal, da ist Schatten. Und wir haben vielleicht 3 Grad oder sowas. Mir ist noch recht kuschelig warm, weil ich noch gut aufgeheizt bin vom Laufen, auch wenn ich jetzt schon eine Weile hier sitze. Hebt erstaunlich lange vor. Ist also kein Problem und ich habe auch einen warmen Schlafsack dabei, sollte auch kein Problem sein. Ja, ich mache meine Test-Ultralight-Tour mit diesem Ding. So ultralight ist der, wenn ich ihn jetzt so hochhebe, jetzt auch nicht. Also da braucht man schon ein wenig Kraft. Aber auf dem Rücken habe ich ihn bisher wirklich so gut wie nicht gemerkt. Das ist so. Also das ist definitiv so und das ist ungewöhnlich. Ich habe jetzt, das ist ebenfalls ungewöhnlich, in 1 Stunde und 40 Minuten, ich wollte absichtlich erstmal ein bisschen laufen, bevor ich was erzähle, also in 1 Stunde und 40 Minuten 8,5 bis 8,8, irgendwie sowas, Kilometer runtergespult. Das ist nicht besonders schlau, das sollte man vielleicht ein bisschen langsamer angehen, aber ich wollte es halt jetzt mal ausprobieren und tatsächlich... Ja, ne, das war irgendwo zu erwarten. Das lief jetzt relativ locker. Das ist also quasi jetzt so ein bisschen wie spazieren gehen, nur dass ich noch Trekkingstöcke dabei habe. Ne, hier sind sie. Und ein kleines Rucksäckchen halt auf dem Rücken. Eigenartig wird es erst dann, wenn man sich klar macht, dass man in diesem kleinen Rucksäckchen Übernachtungsequipment drin hat. Und Futter für doch immerhin, naja, sagen wir mal 1,5 Tage, ne? Weil morgen Abend bin ich ja schon wieder daheim, dementsprechend. So ist zumindest der Plan, ne? Allerdings einen Fehler habe ich gemacht, weil ich ja testweise jetzt gleich so richtig ultralight sein wollte, ne? Zum Ausprobieren. Ich habe diese Schuhe an, ne? Diese Schuhe. Und diese Schuhe, die sind zwar definitiv ultralight, aber ja, die habe ich sonst eigentlich immer nur zum, entweder wirklich nur ganz kurze Strecken, einfach mal schnell eben einkaufen gehen oder sowas, ne? Also Lebensmittel, oder halt zum Rennen. Und Rennen tue ich ja meistens, wenn ich renne, was ich letzter Zeit jetzt zugegebenerweise mehr hätte tun sollen, dann mache ich das meistens auf irgendwelchen sehr ebenen Böden. Das heißt, da rutschst du nicht groß im Schuh rum. Und für ein gewisses Maß an Komfort sind die Schuhe vorne, also hinten der Ferse schon recht eng sitzend, aber vorne doch recht geräumig, ne? Auch wegen dem nachgebenden Material, aus dem die nun mal sind und so weiter und so fort. Und das wird mir jetzt hier auf diesen Wegen, für die ich normalerweise unter normalen Bedingungen auch niemals solche leichten Schuhe anziehen würde, sondern halt mindestens einen leichten Stiefel, normalerweise, wird mir das hier jetzt tatsächlich so ein klein wenig zum Verhängnis, weil ich ein bisschen Boot fahre in den Dingern, bei diesem völlig unebenen Untergrund zum Teil. Also es ist nicht schlimm uneben, ne? Man kommt da schon noch ohne Verletzungsgefahr drüber, das schon. Aber halt nicht mehr so komfortabel wie mit einem festeren Schuh. Und ich fahre halt ein bisschen Boot eben im Schuh. Und das heißt, ich habe schon erste Anzeichen, jetzt nach 8,5 Kilometern, das ist so wenig ja gar nicht, zugegeben, habe ich jetzt erste Anzeichen von Blasenbildung. Okay, wenn es nur Blase ist, ja gut, das tut halt dann weh und dann gehe halt trotzdem weiter und das ist jetzt dann halt so. Aber zumindest scheint es jetzt mal mit zugegebenermaßen nicht optimal passenden Schuhen. Man sollte jetzt schon vielleicht, wenn man jetzt sagt, man macht eine Ultralight-Tour, davon ausgehen dürfen, dass die meisten Leute es schaffen, dazu wirklich richtig bequeme Schuhe anzuhaben, die dann auch richtig gut passen, ne? Also kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Phänomen von Ultralight. Naja, okay, höchstens sekundär, weil ich halt normalerweise nicht diese leichten Schuhe angezogen habe. Das ist jetzt halt eine Folge davon, dass ich jetzt wirklich versuche, möglichst leicht unterwegs zu sein. Ja, ne? Aber, ja, 8,5 Kilometer in 1 Stunde und 40. Pause habe ich keine gemacht. Angehalten, um zu verschnaufen, habe ich auch nicht.
Ja, das ist nicht normal. Das ist definitiv nicht normal, zumal ich wirklich auch nicht in einem besonders hervorstechenden Fitnesszustand bin und wirklich so überhaupt nicht. Ja gut, schultertechnisch ist halt wirklich noch alles in Butter. Also vom Rucksack habe ich wirklich kaum was gemerkt. Diese Schulter hier, die hat sich jetzt so ein ganz kleines bisschen gemeldet, aber wirklich überhaupt nicht dramatisch. Das tut sie häufiger, sich so ein ganz kleines bisschen melden. Ja, irgendein Hüftgurt, also zumindest so ein kleines bisschen Gewicht auf die Hüfte übertragen, das wäre schon irgendwie cool. Der Rucksack hat zwar ein Hüftband, in Anführungszeichen, also einfach eine Strippe, die man sich da um den Bauch zumachen kann. Das werde ich jetzt, glaube ich, auf dem nächsten Abschnitt auch tun. Und da ich ja wirklich das Ganze jetzt mal so auf Herz und Nieren testen möchte und mir gedacht habe, ja, kannst ruhig ein bisschen leiden, dann hast du mal einen Vergleich, wie sehr leidest du denn, wenn du ultra, ultra leicht unterwegs bist im Vergleich zu, wenn du halt normal unterwegs bist, weil da leide ich auch. Dass ich immer ein bisschen leide bei längeren Strecken wandern, das ist normal. Das gleicht sich aus mit der Freude, die ich halt trotzdem daran habe. Aber das habe ich euch vielleicht schon mal auch woanders erzählt. Ich bin halt ein Mensch, der hat blöde Füße. Es ist mir noch bisher noch nicht gelungen in meinem Leben, einen perfekt passenden Schuh zu finden, mit dem ich, sagen wir mal, 20 Kilometer laufen kann, ohne dass es wehtut. Das gibt's nicht. Das habe ich noch nie gehabt. Ich hatte aber auch noch nie maßgefertigte Stiefel. Das ist ja immer noch so ein Traum von mir, dass ich mir eines Tages mal maßgefertigte Stiefelchen entsprechend zulegen werde und dann die halt eben entsprechend mal zum Wandern anziehe und zu gucken, ob dann mein Fußproblem tatsächlich vielleicht nicht völlig behoben ist, aber deutlich verbessert wird. Ne? Es gibt ja Leute, die können wirklich 40 Kilometer latschen und denen tun die Füße noch nicht weh, die können 100 Kilometer latschen und okay, dann tun ihnen die Füße weh, aber sie können es. Das ist bei mir völlig utopisch. Also das werden irgendwann so grässliche Schmerzen. Es geht so im Regelfall so mit 10 Kilometern spätestens los, spätestens je nachdem, in welchem Gelände man unterwegs ist. Jetzt bin ich halt bei 8,5 und es geht so langsam los, aber nicht, weil die Füße an sich, die grundsätzliche Eigenschaft, dass meine Füße nicht irgendwann anfangen weh zu tun, die komplette Fußsohle brennt dann einfach. Ne? Das ist so dieser Standardschmerz, sondern es sind halt Blasen, ne? Weil die Schuhe nicht perfekt passen. Das wäre also ein Problem, das ich abstellen ließe. Von dem viele Kilometer gemacht, Füße fangen an weh zu tun, merke ich tatsächlich noch nichts. Das wäre dann wiederum ein gutes Zeichen. Das würde dann auf jeden Fall für weniger Gepäck entsprechend sprechen. Ja, und ich habe das jetzt halt wirklich einfach so runtergelatscht und es war jetzt nicht sonderlich anstrengend. Also war schon ein wenig anstrengend, ja, aber verglichen mit dem, was es gewesen wäre, wenn man jetzt normales oder gar schweres Gepäck eben entsprechend dabei hätte, ja, das ist schon ein deutlicher Unterschied, sicherlich ein deutlicher Unterschied. Normal, mit so einem normalen Gepäck habe ich so 3 bis 3,5 km/h durchschnittlich auf solchen Wegen wie diesen hier, mit passenderem Schuhwerk allerdings, das fehlt mir jetzt wirklich. Jetzt hatte ich so etwa 5. Bevor ich jetzt dann weitergehe und diesmal werde ich auf dem nächsten Abschnitt unterwegs vielleicht auch hin und wieder mal noch was erzählen. Die ersten paar Meter jetzt erstmal nicht, aber dann sicher ein bisschen was erzählen zwischendurch. Ich ziehe auch meine Schuhe noch mal ein bisschen fester, damit da noch ein bisschen weniger Reibung entsteht. Das müsste eigentlich auch noch möglich sein. Ja, was habe ich jetzt noch zusätzlich dabei zu dem, was ich euch bereits erzählt habe, in dem langen Monolog, wo ich mich zum Thema Ultralight entsprechend geäußert habe. Zusätzlich ist jetzt noch mitgekommen eine kleine Powerbank, also eine kleine im Sinne von Gewicht. Die hat, weiß ich nicht, 6000 oder was oder 7000 irgendwas Milliampere, irgendwie sowas. Und wie viele Wattstunden das jetzt genau sind, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich entsprechend ausrechnen. Aber ja, die ist nicht schlecht. Die reicht zum Handy 1,8 Mal oder irgendwie sowas laden. Theoretisch. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig ausprobiert. Handy habe ich auch noch mitgenommen. Hatte ich überlegt, ob ich das nicht einfach auch daheim lasse. Aber da ich ja keinen Hüftgurt verwende, das ist ein seltener Luxus, habe ich mir Zeug an die Hüfte, an den Gürtel hängen können. Also zum Beispiel hier einmal Handytasche. Da ist auch gleichzeitig mein Geld drin und so weiter und so fort. Das ist quasi mein kombinierter Handy- und Geldbeutel. Weil einen richtigen Geldbeutel mitschleppen muss auch nicht sein. Ich werde wahrscheinlich sowieso keinen einzigen Euro ausgeben. Aber habe es jetzt halt mal dabei, ein bisschen Bargeld. Schadet dann doch nicht. Und auf der anderen Seite, hier habe ich entsprechend Messertasche. Ne? Dann muss ich Messer. Das ist bei dieser, ja, ich habe eine sehr leichte Outdoor-Hose eben entsprechend an. Zip-off. Das werde ich zwar jetzt nicht brauchen, dass die Zip-Off ist, aber das ist sie. Und bei der ist es halt nicht so wie mit meiner normalen Bundeswehrhose, dass die ewig viele Taschen hat, wo du ewig viel Zeug in der Hose verstauen kannst.
und das auch noch einigermaßen bequem durch die Landschaft schleppen, sondern wenn du hier Dinge in die Hosentasche packst, dann sollten es weiche Dinge sein. Ein Messer, ja, das geht gerade so über kürzere Distanzen, aber wenn ich das jetzt über viele Kilometer schleppen müsste in der Beintasche, die Hose hat leider nur eine Beintasche, dann würde es mich schon nerven. Deswegen bin ich recht dankbar, dass ich es mir an den Gürtel hängen kann, da nervt es überhaupt nicht. Das Gewicht trägt man natürlich trotzdem irgendwie mit, aber zumindest psychologisch merkt man es nicht wirklich, dass man es trägt, und ohne Messer gehe ich nirgendwo hin. Das kommt nicht in die Tüte. Das kommt nun wirklich, wirklich nicht in die Tüte. Und ich will auch nach Möglichkeit ein halbwegs gescheites Messer dabei haben. Was habe ich denn Schönes? Ich hätte auch das Ranger Wood nehmen können, aber habe mich jetzt einfach mal der Abwechslung halber von einer Nummer kleiner entschieden. Ne? Weiß gar nicht, wie das heißt. Hat jedenfalls Säge, normale Klinge ohne irgendwelche Sägezahnung, Zweihandöffnung, also ganz legal. Und ja, eine Säge ist ganz praktisch, gerade weil ich ja vorhabe, mir dann später zum Kochen noch das eine oder andere zu improvisieren. Heringe wollte ich mir auch noch schnell irgendwie zusammenschnitzen. Und ja, einfach aus Spaß mache ich mir da halt ein kleines bisschen Aufwand, dass das so halbwegs gescheite Heringe gibt. Wir haben jetzt 1.08 Uhr, ne? Also 13.08 Uhr. Das ist jetzt vergleichsweise spät, weil ich bin Ben-typisch mal wieder nicht sonderlich früh losgekommen, weil mir ja morgens, bevor ich loslaufe, immer noch einfällt, oh, du solltest noch das und das machen und solltest noch dies und jenes noch schnell im Internet erledigen, und außerdem könntest du eigentlich noch mal schnell zum Bäcker und die Katze musst du noch streicheln. Vor allen Dingen die Katze streicheln. Ne? Also völlig egal, ob ich jetzt lange weggehe oder nicht lange weggehe. Jedes Mal, wenn ich über Nacht weggehe, komme ich selten vor 10 aus dem Haus. Ne? Und ich bin jetzt so circa, dann bin ich ihn losgelaufen. Ja, so 10.50 Uhr oder irgendwie sowas bin ich losgelaufen. Also das ist für meine Zwecke schon eigentlich ganz okay. Ich gedenke morgen früh, wenn ich dann aus dem Lager aufbreche, erheblich früher unterwegs zu sein. Nimmt die eigentlich noch auf? Ja, tut sie. Jo, und das ist so jetzt derzeit gerade der Plan. Ich bin hier am, ach so, was laufe ich überhaupt? Das könnte euch auch noch interessieren. Das ist der Panoramaweg Baden-Baden. Wirklich wunderschön. Ich hab nicht als so wunderschön in Erinnerung gehabt. Ich bin hier schon lange nicht mehr lang gelatscht. Ich kenne den Weg allerdings ganz genau, weshalb ich jetzt natürlich auch wieder sagen muss, dass ich einen gewissen unfairen Vorteil habe, weil ich brauche keine Karte, ich brauche auch keinen Kompass und ich brauche auch kein GPS und ich muss auch nicht so viel Ladekapazität für mein Handy mitschleppen, dass ich mein Handy zur Navigation benutzen müsste, weil ich kenne den Weg schlicht und ergreifend. Davon abgesehen, der Weg ist auch hervorragend ausgeschildert. Und wenn überhaupt, dann gibt es zwei Stellen, also früher gab es die, inzwischen haben sie neue Schilder auch aufgestellt, ist jetzt noch besser ausgeschildert. Zwei Stellen, wo man vielleicht ein kleines bisschen überlegen muss und wo ich tatsächlich auch einmal dann erfolgreich falsch abgebogen bin, mal irgendwann. Naja. Ja, also Panoramaweg Baden-Baden sehr empfehlenswert. Keine Ahnung, wie viele Höhenmeter, habe ich vergessen. 1000 sind sicher. Also über 44 Kilometer hat das Ding. Und ja, 8,8, irgendwie sowas, habe ich jetzt runter. Weiß nicht, wie viel ich... Also eigentlich wollte ich heute gerne die Hälfte laufen, aus logischen Gründen. Ne? Dann morgen nochmal die andere Hälfte und dann ist eigentlich gut. So war der Plan. Kann sein, dass ich, weil ich einen bestimmten Lagerplatz im Hirn habe, ein kleines bisschen mehr als die Hälfte latsche. Dann wären es aber höchstens noch ein zusätzlicher Kilometer oder was. Viel mehr kann das nicht sein. Und das Ding ist aufgeteilt in so kleine einzelne Etäppchen. Das sind keine unbedingt Tagesetappen. Das sind einfach Etappen, die dadurch entstehen, dass sie jeweils eine Verkehrsanbindung haben zum Bus. Ne? Und hier, deswegen hocke ich eben auch an der Straße. Das ist halt eben so ein offizieller Etappenpunkt. Irgendwo da unten ist die Bushaltestelle. Und da könnte man theoretisch jetzt eben auch den Bus zurück in die Stadt nehmen und halt sagt, man macht über ein paar Tage oder jede Woche, jedes Wochenende einen so einen Abschnitt von halt irgendwas zwischen 5 und ich glaube 10 Kilometer ist der längste. Ist er das? Weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie sowas. Ja, also so könnte man das machen. Man kann aber natürlich auch mehrere von den Dingern am Stück laufen. Wenn man krass ist, Motorrad. Ah. Wenn man krass ist, dann kann man natürlich auch das gesamte Ding am Stück laufen. Das geht auch. Das ist für mich aber utopisch, eben wie gesagt, wegen meinen Füßen.
und so beeindruckend ich diese ultraleichten Two-Hiker in Amiland entsprechend mittlerweile finde, wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, das ist halt schon eine, vor allen Dingen auch eine sportliche Leistung, die hat es definitiv in sich, so viele Kilometer am Stück tatsächlich unterwegs zu sein. Und egal wie viel Geld die dann für ihre Ausrüstung ausgegeben haben, es bleibt auch mit der tollsten Ultraleitausrüstung, die es gibt, immer noch eine Mordsleistung, das wirklich gelaufen zu sein. Ich bin ja auch eigentlich von Leuten beeindruckt, die den Jakobsweg gelatscht sind, und der ist, also der spanische, und der ist ja gerade mal nur irgendwas 800, 900 irgendwie sowas Kilometer, während diese krassen Ami-Wanderwege da 3000 noch was haben. Also je nachdem welcher. Ja, also ja, das ist schon beeindruckend. Aber sowas, da habe ich keine Ambitionen zu. Da habe ich schlicht und ergreifend wirklich auch gar keine Ambitionen zu, weil ich finde, das ist mir ehrlich gesagt einfach schon zu extrem. Ne? Gut, wie gesagt, jetzt hocke ich hier schon ein ganzes Weilchen. Jetzt habe ich mich auch ganz gut erholt. Füße geht es auch wieder ein bisschen besser. Man sollte halt, wenn es anfängt weh zu tun, gegebenenfalls mal ein Päuschen machen, sofern man sich das zeittechnisch noch leisten kann. Zuerst dachte ich jetzt, wow, du bist ja so schnell. Du kommst ja locker noch vor Dunkelheit an deinem Lagerplatz an. Gut, es ist gerade mal 1:15. Ne? Also ich habe jetzt schon noch reichlich Zeit. Und wenn ich in Zukunft jetzt mit 4 km/h weiterlatsche, ja, dann sollte das ungefähr noch hinkommen, dass ich noch genug Zeit habe zum Lager aufbauen, bevor es dann eben entsprechend dunkel wird. Mit Dunkelheit rechne ich circa 5:45, also so, dass ich nichts mehr sehe. 5:30, sicherlich so, dass die Kamera nichts mehr sieht. Irgendwie so, das sollte eigentlich noch hinhauen. Also so theoretisch sind es jetzt noch so irgendwas 13, 14 Kilometer. Irgendwie sowas. Und dabei bin ich gerade mal erst 1:40 gelaufen. Ja, ist schon ungewohnt. Ist wirklich ungewohnt. Ich frage mich allerdings, wie ich mit meiner wirklich minimalistischen Ausrüstung hier dann durch die Nacht komme. Sollte eigentlich auch klappen. Eigentlich, muss ich ja gestehen, war ich so frei und wollte mir vom Wetterbericht her 2 Tage aussuchen, an denen es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht regnet. Habe jetzt aber beschlossen, das ist ja auch irgendwie unrealistisch. Deswegen ist zumindest nach dem Wetterbericht von gestern, heute habe ich nicht mehr geguckt, morgen früh, also im Laufe des Vormittags, mit Regen zu rechnen. Das ist nicht so schlimm, weil ich dann hoffentlich mein Lager schon wieder abgebrochen habe, aber dass ich zumindest ein bisschen Regen habe auf der Tour, dass es nicht ganz so, ja, schön Wettertour unrealistisch ist. So irgendwie so. Also, falls der Regen jetzt überhaupt kommt. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, dann regnet es halt nicht. Aber angemeldet ist er. Ja. Jo, weitere Eindrücke dann tatsächlich von unterwegs. Zum Weg selber brauche ich jetzt nicht so viel zu erzählen, habe ich das Gefühl. Ich mache euch vielleicht noch ein paar schöne Aufnahmen, wenn noch ein paar schöne Stellen kommen, jetzt wo ich die Kamera sowieso griffbereit habe. Aber ich bin den ja schon mal gelaufen und auch schon mal mit Kamera. Da fehlt zwar noch ein gutes Stück. Das versuche ich dann auch dann wirklich noch intensiver zu dokumentieren, das, was gefehlt hat letztes Mal, weil ich habe es halt nicht mehr gefilmt. Deswegen hat es gefehlt. Läuft die immer noch? Ja, sie läuft noch. Ja, und das war es jetzt aber wirklich an dieser Stelle. Viel zusammenpacken muss ich nicht. Ah, übrigens, ich sitze hier auch noch auf... Ich wollte ja noch erzählen, was ich dann zusätzlich Ausrüstung mitgenommen habe. Genau. Ich habe noch zusätzlich zu dem, was ich erzählt habe, habe ich jetzt doch noch das Ground Sheet mitgenommen, wie der Ami sagt. Bei Ultralight darf man viel Ami-Anglizismen verwenden. Also die Bodenplane, die 80, 90 Gramm wiegt, irgendwie sowas. Ich habe sie ohne Hülle mitgenommen, damit sie auch wirklich nur 80 oder 90 Gramm wiegt, eins von beiden. weil ich doch... Ich fühle mich dann doch unwohl, wenn ich so gar nichts habe zum Isomatte drauflegen. Viel bringen wird die nicht. Die schützt nämlich nicht vor Dornen und sonstigem Zeug, was wirklich geeignet ist, da ein Loch reinzumachen in die besagte Isomatte. Naja, aber immerhin ist sie noch so ein gewisser Nässeschutz nach unten, ein gewisser Dreckschutz. Ob das Ding dreckig wird, ist mir im Grunde egal. Aber es wird ja nicht nur dreckig, sondern es wird ja auch schwerer, weil Dreck wiegt ja auch was. Und naja, ein bisschen Schutz ist es dann halt doch. Ein bisschen Schutz ist es dann halt doch. So, das habe ich noch mitgenommen. Wie gesagt, dann eine Powerbank zum Handy.
Einfach weil heute Abend, hallo, es wird um spätestens um 7 ist es dunkel, ich will um 7 nicht schlafen gehen. Das kann man machen, wenn man schon lange unterwegs ist, dann kriegt man das irgendwann hin, dann steht man halt um 5 wieder auf oder irgendwie sowas. Das geht, wenn man lange unterwegs ist, aber so aus dem Schlaf-Wach-Rhythmus rausgerissen werden, nur wegen einer Nacht, das kriege ich nicht auf die Reihe. Also deswegen brauche ich noch irgendeine Beschäftigung für abends. Ja, gut, und da ich kein Buch mitschleppen wollte, und gerade auch nichts Interessantes auf dem E-Book-Reader habe und auch keine Lust hatte, mir da was rauszusuchen, habe ich halt ein Smartphone dabei. Und da man mit meinem Smartphone bekannterweise mannigfaltige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung hat, jo, deswegen halt auch das Ladeding dazu. Normalerweise würde mir eine Ladung, wenn ich jetzt wirklich nur für Notfälle dabei hätte, würde mir eine Ladung natürlich hinten und vorne doppelt und dreifach ausreichen. Aber so jetzt halt dann wahrscheinlich nicht so ganz. Wasseraufbereitung habe ich auch schweren Herzens, weil da, wo ich gerne übernachten möchte, kurz vorher kein Brunnen mehr kommt. Und dann müsste ich über eine sehr lange Strecke eben entsprechend Wasser, von dem ich weiß, dass es Trinkwasser ist, mitschleppen. Deswegen hole ich mir nicht so weit entfernt von eben dem Punkt, wo ich gerne übernachten möchte, wenn es klappt, noch ein bisschen Wasser aus irgendeinem Bach und bereite es dann halt auf. Habe meinen UV-Entkeimer dabei, der wiegt 120 Gramm oder irgendwie sowas. Klar, sind 120 Gramm. Viel ist das zwar nicht, aber tja, ist so. Oder vielleicht wieder auch ein bisschen weniger, ich weiß es nicht, aber müsste ich nachgucken. Ja, das habe ich noch eingepackt. Dann natürlich Essen, das seht ihr dann noch. Beziehungsweise, was habe ich schon gefuttert? Ich hatte noch eine Beefy. Dann habe ich hier meine üblichen Barbecue-Nicknack-Nüsse. Nicknacks, die mag ich halt gerne. Und das war jetzt so mehr oder weniger mein Mittagessen. Da sind jetzt sogar noch ein paar übrig, die habe ich dann nachher noch beim nächsten Stopp habe noch ein paar übrig und dann hält es auch bis zum Abendessen. Getränke habe ich mich jetzt entschieden, nur 2 Liter mitzuschleppen, also Kapazitäten für 2 Liter zum Wiederauffüllen, weil, ja, muss einfach nicht sein. Also einen dritten Liter brauche ich einfach nicht. Nicht auf der Tour, ich weiß ja, wo es lang geht und ich weiß, wo es Wasser gibt und ist einfach unnötig, ne? Und es ist ja nicht so, ja, das ist ja der Sinn von diesem Ultraleitgedönse. Genaue Planung, genau wissen, wann gibt es wo, wie, was und so weiter und so fort. Und dann muss man auch nicht so viel Reservekram entsprechend mitschleppen. Also so, zumindest habe ich das verstanden, dass das so ein bisschen Teil des Ultralight-Gedankens ist. Ersetze Reserve durch genaue Planung. So. Ja, die Jacke hier ziehe ich gleich wieder aus. Die ist jetzt nur zum Pause machen. Bin natürlich schon ein bisschen warm angezogen. Habe auch Handschuhe, Halslappen, Mütze. Habe ich die nicht auf? Nein, habe ich nicht. Eben hatte ich, irgendwann mal zwischendurch hatte ich es auch auf. Ja, sonst das Zeug, was ich euch gezeigt habe, ne? Nahrung. Und ich habe kein Ersatz-T-Shirt und auch keine lange Unterhose mitgenommen, damit ich vom Rucksackgewicht, das ich prognostiziert hatte beim Packen, ungefähr trotzdem hinkomme, weil diese 2 Sachen dann halt wegfallen und die gleichen dann das Gewicht von dem UV-Entkeimer und der Powerbank nochmal so ein bisschen aus. Die Kamera und die Ersatzakkus dafür habe ich nicht mitgerechnet bei der ganzen Gewichtsberechnung, weil die schleppe ich ja nur für euch mit. Das ist jetzt im Grunde nichts, was ich wirklich brauche. Gut, irgendwo, ich trage es natürlich trotzdem, aber das ist eine Actioncam, die wiegt fast nichts. Naja, ein bisschen was schon. Das Deppenzepter, wo sie hier drauf sitzt, das sitzt auch, wiegt auch nicht viel. Ich habe jetzt mal überhaupt kein Stativ dabei, also kann sie gar nicht hinstellen, muss sie die ganze Zeit halten, wenn ich was erzählen will. Ja, Akkus auch nochmal für bestimmt 100 Gramm Akkus oder was. Man weiß ja nie, wie viel ich zu sagen habe. Bisher sieht es so aus, als würde das doppelt reichen, aber vielleicht kriege ich ja noch irgendwelche Laberanfälle im weiteren Verlauf der Tour. Ist meistens so, dass ich eher gegen Ende des Tages dann gesprächig werde, wenn ich müde werde und zu meiner eigenen Motivation mit der Kamera quatschen möchte. Bisher lief das jetzt wirklich so wie am Schnürchen und hat echt auch, das muss man auch sagen, das ist es ja, die sagen ja immer, das Laufen macht mehr Spaß, die lieben Ultraleitmenschen. Da verflucht nochmal, das tut es, ja. Weniger leiden beim Laufen ist schon eine gute Sache und einfach flotter vorankommen und sich leichter fühlen und weniger wie der Packesel, ja, das ist schon so. Ja. Ich denke schon, dass ich dann für eine längere Tour mit mehr als einer Übernachtung so nach und nach
Gut, so nach und nach dann auch wiederum nicht, ne? Weil meine Regenklamotten sind ja viel zu schwer für das, was man eigentlich dabei haben kann. Mein Schlafsack ist immer noch ein Stückchen zu schwer und mein Rucksack ist gute 400 Gramm zu schwer für das, was man dabei haben kann, wenn man ultraleicht unterwegs sein möchte. Das heißt, ich könnte von dem, was ich jetzt dabei habe, durch bessere Materialien, wenn man jetzt das Geld ausgeben möchte und sich das nach und nach zusammen kaufen will, könnte ich nochmal ein Kilo einsparen. Dann hätte ich also nochmal ein Kilo, was ich ohne über die 5 Kilo Grenze rüberzukommen, mit dicken Puffer nach oben, hätte ich dann noch mal ein Kilo, was ich noch an zusätzlichen Wechselklamotten mitnehmen könnte. Weil ein bisschen Wechselklamotten, zumindest ein Satz Wechselklamotten und vielleicht noch ein zusätzliches T-Shirt, weil wir haben halt nun mal Winter, sind mit Minusgraden. Wir hatten heute auch schon Minusgrade, als ich losgefahren bin mit dem Auto. Das hat ja ein Thermometer, da war gerade mal minus 1. Es war dann 0,5, als ich losgelaufen bin. Also da braucht man schon ein bisschen Klamotten. So ist das ja nicht. Im Sommer ist das natürlich noch mal leichter. Da müsste ich zum Beispiel diese Jacke hier nicht mitschleppen. Da müsste ich auch diesen Pulli hier nicht mitschleppen. Da würde ein ganz, also diese Fließjacke hier drunter, ja, die müsste ich auch nicht mitschleppen. Da würde wirklich dann ein ganz dünnes Fließjäckchen mir reichen für den Sommer. Und gut, die Regenjacke, ja gut, ich habe halt keine Hand. Ja, aber jetzt nimmst du immer noch auf. Habe ich jetzt ganz viel erzählt. Jetzt gehen wir mal weiter und alle weiteren Kommentare dann, also nicht alle, aber viele, dann im Laufen. Ne? Und. Spätestens an den Geroldsauer Wasserfällen gibt es dann auch ordentlich was zu sehen, also was fürs Auge. Bis gleich! Ich habe sogar noch Kraft übrig, um eine unnötige Ben läuft ins Bild-Szene zu drehen. So, ich habe jetzt versucht, gemütlicher unterwegs zu sein. War jetzt ein bisschen langsamer, würde ich sagen, so von der Zeit pro Kilometer, weil gerade habe ich 20 Minuten für einen gebraucht, wenn die Schilder akkurat sind. Allerdings ging es auch die ganze Zeit, fast die ganze Zeit, bergauf und so gesehen, und zwar ordentlich steil teilweise, ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Bergauf ist ohnehin auch wieder so ein Fall, da merkt man verflucht nochmal, aber wirklich heftig, wie leicht man unterwegs ist. Weil normalerweise, also ich fluche jetzt nicht, oh, ich muss bergauf, aber ich habe schon so ein kleines, also gerade wenn man dann schon so ab 10 Kilometern normalerweise, und da bin ich jetzt inzwischen gut drüber, habe jetzt vielleicht, was habe ich denn jetzt? Wenn das noch 4 sind und das waren, und dann hatte ich noch, und dann waren es, jetzt bin ich so irgendwas bei 13. Ja, doch, 13 müsste hinkommen. Vielleicht 14. Und ja, normalerweise ist das schon so ein Punkt, wo ich dann, es geht bergauf, zumindest so ein kleines bisschen denke. Und das fällt mir auf, jetzt an mir, an dem, wie ich jetzt vorwärts komme, dass mir das Schnurzpiep egal ist, wenn es hochgeht. Also es ist mir wirklich wurscht. Ich finde es abwechslungsreich, also gut, der Weg hier ist aber auch sehr, sehr abwechslungsreich. Rauf, runter, Stückchen geradeaus, rauf, runter, Stückchen geradeaus. Man bewegt sich ungefähr netto auf derselben Höhe um die Stadt Baden-Baden. Der Panoramaweg ist auch ein Premium-Wanderweg, völlig zu Recht. Der ist wirklich ausgewählt schön. Also ich habe jetzt noch keine Stelle auf dem bisherigen Abschnitt, bin ich noch wirklich so überhaupt keine Stelle gekommen, die nicht mindestens sehr hübsch ist. Sehr hübsch bis toll. Also, und auch bei so einem recht interessanten Wetter von der Lichtstimmung her. Also es ist nicht nur Sonnenschein, es gibt ein paar Wölkchen. Es ist so ein leichter Dunst in der Ferne. Irgendwie gibt das so eine besondere Lichtstimmung. Dazu kommt, dass auf der Schatzseite des Waldes, also immer wenn ich mal gerade auf einer Schatzseite unterwegs bin, teilweise noch weißes Zeug am Boden zu finden ist. Da hinten kann man es so ein bisschen erahnen. Ich hoffe, das ist von der Kamera her überhaupt. Könnt ihr euch eigentlich mal ein bisschen umgucken, wo ich hier gerade gemütlich sitze. Da haben wir wieder ein bisschen Totholz und jetzt kommt die Aussicht. Da ist die Aussicht. Ne? Also das ist definitiv der Weg, lohnt sich gar sehr. Da drüben, dieser Steinbruch, da hatte ich mich mal hin verlaufen. beim letzten Mal, als ich hier unterwegs war, da habe ich irgendeine Abzweigung nicht gekriegt und bin dann aus Versehen eben an diesem Steinbruch vorbeigekommen und dann da hinten bei diesem
Ja, es sieht aus wie ein Schloss. Es ist einfach nur das Haus von einer sehr wohlhabenden Person. Ja, bin ich da hinten dann um den Bergrücken quasi und auf der anderen Seite wieder hochgestiegen. Eigentlich hinwollen tut man da drüben der Gipfel, ne? Da ein Stück auf der anderen Seite, da hätte ich eigentlich hingewollt. Da bin ich dann auch irgendwann wieder hingekommen und bin dann halt entsprechend weitergelaufen. Aber ursprünglich war das nicht der richtige Weg. Da war an einer Stelle tatsächlich nicht ausgeschildert. Und dann hieß es, rate, rate, musst du rechts, musst du links. Ja, links wäre richtig gewesen. Rechts bin ich gegangen. Ja, mir geht's soweit gut. Alles schön warm. Die Temperaturen finde ich sehr, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Im Grunde könnte ich meinen Halslappen auch abmachen, so rein vom Warm her. Erfahrungsgemäß ist es aber bei Temperaturen unter 5 Grad sinnvoll, den Halslappen einfach dran zu lassen, auch wenn einem sonst warm wird. Dann schwitze ich lieber ein bisschen, als dass ich riskiere, dass ich halt eben meinen üblichen Ben-Husten bekomme. Da bin ich anfällig. Ich habe eine empfindliche Lunge. Und zum Schutz desselbigen ist der Halslappen bei Temperaturen, wie gesagt, unter 5 Grad, habe ich mir inzwischen angewöhnt, ist Pflicht. Und seit ich das so immer mache, hatte ich, abgesehen von Sondersituationen, wie zum Beispiel aus Schottland, hatte ich einen Husten mitgebracht, der war dann in diversen Videos zu hören. Den hatte ich aus den letzten Tagen Schottland mir irgendwie zugelegt. Irgendwas muss ich da falsch gemacht haben. Ich kann leider nicht mehr genau sagen, was das jetzt genau gewesen ist, weil ich bin ein bisschen zu viel in der faulen, in der Sonne rumgelegen, die zwar sich warm angefühlt hat, es aber im Fakt nicht wirklich gewesen ist. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ja. Tut nichts zur Sache. Es soll ja wirklich hier jetzt mal ein bisschen darum gehen, wie geht's mir denn? Ich will gar nicht so viel zum Wald erzählen. Und ja, mir geht es tatsächlich erstaunlich gut für. Gut, natürlich ist es auch noch keine Strecke gewesen, die mich jetzt total killen sollte. Ja, das jetzt auch nicht. Aber ja, unter so normalen Bedingungen ist 20, 22 Kilometern tatsächlich aus Kilometer so immer meine Schmerzgrenze mit entsprechendem Trekkinggepäck. Das ist sowas, das kann ich machen. Das kriege ich auch hin, ohne mir ein Bein auszureißen, wenn ich wenigstens einigermaßen im Training bin. Jetzt muss man dazu sagen, momentan bin ich es eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ziemlicher Gummibär zurzeit. Aber ja, ne? Also dass ich nach 13, 14 Kilometern irgendwie sowas wirklich so richtig gemütlich und weiterhin auch noch richtig Freude am Weiterlaufen habe und auch weiter möchte, also so einen richtigen Drang habe, oh ja, gut, ein kleines bisschen hinhocken kannst du, aber dann musst du wirklich weiter, beziehungsweise willst du weiter. Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Also das Laufen per se. Das macht mir wirklich mehr Spaß, wenn ich nicht so viel Zeug durch die Landschaft schleppe. Ja, das ist so. Das ist schon wirklich so. Ist einfach wahnsinnig mühsam, wenn man da halt 20, 30 Kilo durch die Landschaft schleift. Irgendwas dazwischen. Deswegen werde ich das trotzdem weiterhin hin und wieder mal tun. Aufgrund von Kameraequipment, aufgrund von gewaltigen Nahrungsmengen, die transportiert werden sollen. Und aufgrund von. Ja, Verhältnissen, wo ich wirklich ein Zelt brauche und gerne eben ein stabiles Zelt haben will. Wobei ich ganz ehrlich, inzwischen, nachdem ich mich noch weiter mit diesen Ultralight-Zelten auseinandergesetzt habe, also diese grundsätzliche Überzeugung, die man da gerne vertritt, wo ich auch nicht alleine mit bin, dass die nicht so stabil sein können wie ein Zelt, das das Dreifache wiegt. Ja, sicherlich nicht ganz so stabil, aber wenn man mal im Hinterkopf behält, das Material, woraus die bestehen, das ist nun mal sehr reißfest. Das kann von der Reißfestigkeit, wenn man wirklich diesen technischen Reißfestigkeitswert nimmt, ne, den eben die das Material selber hat, von dem her ist es eigentlich sogar stabiler als Silnylon, was bei hochwertigen normalen Outdoor-Zelten verwendet wird. Und also nur von den reinen Daten des Materials her. Gut, jetzt ist das Material allerdings dünner. Damit kommen wir sicherlich nicht auf unglaublich stabile Zelte, aber sicherlich auch nicht auf instabile Zelte. Also vielleicht sind die wirklich gar nicht so fragil, wie man sich das einbilden möchte. Warum möchte man sich das einbilden? Man hat sehr viel Geld für ein Standard-Trekking-Zelt, also ne, ein hochwertiges Standard-Trekking-Zelt. Und Standard müsste man eigentlich nicht dazu sagen, wenn ich gemeint wäre damit, dass es halt ein vergleichsweise schweres Doppelwandzelt ist, weil Standard-Trekking-Zelte normalerweise immer doppelwandig sind. Und
Ja, es war ja die große Revolution in der Entwicklung der Zelte, dieses Doppelwandzelte. Ne? Das war dann das große Ding. Und jetzt geht der Trend sozusagen wieder rückwärts, die Entwicklung rückwärts, und man macht wieder einwändige Zelte. Beziehungsweise, wenn sie ein Mückennetz innen drin haben, dann sind sie quasi schon doppelwandig. Ja, ne? Warm ist das nicht. Warm ist das nicht, das hatte ich ja schon mal gesagt. Sowas ist mit Sicherheit nicht warm. Aber instabil, vielleicht tun wir diesen Zelten, ich und diejenigen, die da ähnlich vorurteilsvorbehaftet sind, wie ich, tun wir diesen Zelten vielleicht, was die Stabilität angeht, wirklich ein bisschen Unrecht. Ich meine, womit halten die? Ja gut, mit zwei Trekkingstöcken. Ist natürlich kein durchgehendes Gestänge, ganz viele tolle, lange Gestängebögen, die überall am Zelt befestigt sind. Das ist es nicht. Aber die Stange an sich ist stabiler als jede normale Zeltstange, die man halt zum Zeltaufbau mitschleppt. Also diese Feverlight-Stangen beispielsweise, verwendet Hilleberg. Ist so ein tolles Material. Also die Zeltstange an sich, die mag ja wirklich nur als Pfosten quasi dienen bei diesen Ultraleichtzelten. Aber dafür ist es sehr, sehr, sehr massiv. Ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also in nächster Zeit, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, werde ich mir sowas nicht kaufen, weil das wirklich so verdammt arschteuer sind, diese Cuban Fiber, Dyneema, Composite Fiber, was auch immer, Zelte da, weil sie halt in Deutschland bzw. in der EU überhaupt nicht hergestellt werden. Vielleicht kommt das ja mal noch und dann sind sie preistechnisch ein bisschen konkurrenzfähiger, weil derzeit zahlst du halt, ja, wenn es dumm läuft, dann noch 150, $200 Steuern obendrauf, wenn du die halt eben aus Amiland entsprechend beziehen möchtest. Und das macht sie wirklich, gerade für uns Europäer, wirklich unverhältnismäßig, saumäßig teuer im Vergleich zur Leistung. Eben dadurch, dass man da halt noch diesen ganzen Quatsch da obendrauf zahlt. Jo. Ich beginne ein wenig zu frösteln, das macht aber nichts, weil ich habe jetzt Bock zu labern und ich gehe jetzt mal weiter und erzähle euch unterwegs, was mir jetzt noch so einfällt. Aufstehen. Okay. Aber, aufstehen kostet immer Überwindung. Das habe ich auch schon erheblich schlimmer erlebt. Und eben musste ich über einen kleinen Bach springen. Das war jetzt auch nicht ein, oh Scheiße, ich muss jetzt Dynamik zeigen und über einen kleinen Bach springen. Das war ein Hops und ich war drüben. Und ich musste nicht lange drüber nachdenken. Und ja, das ist ungewohnt. Das ist ungewohnt. Auch dass ich beim Rucksack absetzen nicht sofort eine gewaltige Erleichterung verspüre und mich federleicht fühle, weil ich den Rucksack abgesetzt habe. Der Unterschied ist da. Er ist da, aber er hält sich in Grenzen. Lediglich meine rechte Schulter meldet sich jetzt so. Ha, besser. Meldet sich jetzt ein ganz klein wenig. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt was Schlimmes ist. Das ist deswegen dahingehend ein kleines bisschen beunruhigend, weil ich in der rechten Schulter meine sehnenentscheidende Entzündung hatte, also hier oben, ne, da oben drauf. Und ja, sehnenentscheidende Entzündung, die. Wenn es dumm läuft, hat man da lange was von. Das ist so richtig lange. Das kann halt ganz schnell auch mal chronisch werden dann hast du es. Und deswegen, jedes Mal, wenn es da ein bisschen zippt und zwickt und Miau macht, werde ich immer gleich relativ schnell relativ aufmerksam. Deswegen denke ich schon, für die Zukunft würde ich schon gerne. Ja, vielleicht muss es muss kein 300 Gramm Rucksack sein. Das muss es nicht sein. Ich würde für die Zukunft schon gerne einen nehmen, der von mir aus 500-600 Gramm hat, aber wenigstens ein bisschen Lastübertragung, meinetwegen 20% noch auf die Hüfte. Das wäre schon cool. Also wenn ich, ja, seht ihr, ich denke schon drüber nach, dass ich mir Ultraleitausrüstung kaufe. Also übrigens, was ich auch noch dabei habe, dieses Ding. Das ist so die simpelste Form von Untersitzdingens, das wiegt nichts. Also das wiegt gefühlt wirklich überhaupt nichts. 20, 30 Gramm vielleicht. Und ja, es ist auch nicht sonderlich dick gepolstert, das ist es nicht. Aber immerhin hat man was unterm Hintern, wenn man sich irgendwo hinhockt. Jetzt hier auf der Bank ist nicht unbedingt erforderlich. Ich saß da jetzt auch gar nicht drauf. Ich habe es nur aus der Tasche genommen, damit ich mich gemütlicher hinsetzen kann. Aber das ist ein Ausrüstungsgegenstand, also den würde ich immer mitnehmen. Ich habe immer irgendwas zum Draufsitzen dabei. Allein schon, wenn es halt wirklich regnet,
und es hört auf zu regnen und alles ist noch nass und man kann seine Regenklamotten wieder ausziehen und man möchte sich aber gerne wohin setzen, dann kann man nicht, weil man muss ja, ne, ist ja alles nass. Beziehungsweise man kriegt schnell einen nassen Hintern. Und ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn ich einen nassen Hintern habe, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe. Das stört mich wahnsinnig. Und das wiegt wirklich, das ist Styropor gefühlt mit einer hauchdünnen Schicht Alu und noch ein ganz kleines bisschen schwarzen Plastik und zwei Schnüren dran. Wobei, die könnte man noch abschneiden. Könnte man noch mal einen Gramm sparen, wenn überhaupt. Ach so, ich wollte ja noch ein paar Erdnüsschen fressen. Gut, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe weiter, fresse ein paar Erdnüsschen und sobald ich die aufgefressen habe, dann erzähle ich euch noch was. Was mir halt so einfällt. Kommt da ein Fahrzeug? Nein, ist unten. Aussicht. So, andersrum. Moment. So rum, genau. Also, zwei Sachen noch. Erstens, die mir spontan einfallen. Erstens, der Rucksack, also die Rückenversteifung, die ich mir improvisiert habe mit eben meinem Schlafsack in dem Schnotzelsack. Wer einen Schnotzelsack nicht kennt, das ist der mitgelieferte Pumpsack zum Aufblasen von Expat Syn Isomatten, also Synmat. Ne? Die haben alle so ein Ding. Ich glaube, die Expat Downmat mit Daune drin. Da gibt es auch inzwischen zumindest meines Wissens welche, die ebenfalls so einen Schnotzelsack zum Aufblasen haben. Da ist der dabei. Man kann die auch extra kaufen und Expat hat einen schönen Zettel da entsprechend beiliegen zum Schnotzel, der erklärt, was man mit dem Schnotzel alles machen kann. Und unter anderem eben als Kompressionssack für Klamotten, für Textilien, für selbstverständlich auch Schlafsäcke gebrauchbar, eben weil er sich so plus minus ein wenig vakuumieren lässt, der Inhalt da drin. Das Ding ist wasserdicht. Das Ding kann auch zum Wassertransport entsprechend genutzt werden. Da muss man allerdings den Schnotzel zuknoten, weil wenn man da viel Wasser reinfüllt, dann hebt der Deckel vom Schnotzel das Wasser nicht. Da ist der Druck zu hoch. Der geht dann wird quasi von innen aufgedrückt, der Deckel. Und ja, man kann ihn auch Wasser reinfüllen und das Ding als Dusche benutzen und den dranhängenden Schnotzel, das ist dann sozusagen der Duschkopf. Was kann man noch damit machen? Ja, eben seine Isomatte aufpumpen. Oder man macht Klamotten rein und nimmt das Ding als Kopfkissen. Oder man kann es auch mit Luft füllen und als Kopfkissen nehmen, wenn man keine Klamotten hat. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Mit Luft füllen allein und als Kopfkissen nehmen. Das soll zwar gehen, aber das glaube ich irgendwie nicht so richtig, dass das hebt. Ja, aber jedenfalls zum Schlafsack drin verpacken und ihn eben in ungefähr der Länge des Rucksacks. Ich habe ihn jetzt noch ein bisschen länger. Ich habe ihn quasi unten umgeknickt, sodass er den Boden auch noch quasi abdeckt und die Dinge da schön weich verpackt. Und so konnte ich alles, was jetzt empfindlich ist, relativ weit unten in den Rucksack machen, also was druckempfindlich ist, habe da drauf dann die Isomatte gepackt. Die Isomatte sollte man eigentlich sinnvollerweise auch noch ohne Packsack mitnehmen, weil der Packsack wiegt auch was und den brauchst du im Grunde ja nicht. Viele Leute nehmen auch die Isomatte, auch solche aufblasbaren Isomatten, und falten die quasi zu einem Rechteck und nehmen das dann als Rückenversteifung. Das macht man wohl auch ganz gerne, aber das brauche ich ja nicht, weil ich halt eben meine Schlafsackrückenversteifung hab. Ja, also das funktioniert ganz wunderbar. Das ist sogar bequemer am Rücken und passt sich dem Rücken besser an, weil es ein bisschen mehr nachgibt, als die standardmäßig da hinten im Rucksack drin befindliche BW-Isomatte. Ne? Also Mehrzweckunterlage heißt sie ja offiziell. So, also das war eine coole Idee, die ich da hatte. Bin ich selber drauf gekommen, habe ich nirgendwo gesehen. Dass man was nimmt, einen Ausrüstungsgegenstand, und den als Rückenpolster verwendet. Das hatte ich wohl schon mal gesehen. Dass man dafür aber auch den Schlafsack hernehmen kann, wenn man einen Schnotzel hat, das war meine Idee. Und dann, was wollte ich noch erzählen? Genau, dieses Arspad, wie der Ami so schön sagt, also diese Sitzunterlage. Wo geht's lang? Ach da, okay. Das
brauche ich allerdings zugegebenerweise, ich sage, ich finde das toll und habe das gerne dabei. Das braucht man aber eigentlich nicht und kann dann nochmal ein paar Gramm sparen. Bei Touren, bei denen es auf ein paar Gramm vielleicht für den einen oder anderen nicht so sehr ankommt, wenn man eben einen großen, schweren, stabilen Rucksack dabei hat, dann kann man sich nämlich auf den einfach draufsetzen. Also mein Kiaika, das krasse Teil von Fährhäfen, da setze ich mich jedes Mal einfach drauf. Das ist mir dann egal. Also was da drin verpackt ist, also die empfindlichen Sachen, die packe ich irgendwo hin, wo es nicht so empfindlich ist. Und dann hocke ich mich einfach unten drauf aufs Schlafsackfach. Weil ich im Schlafsackfach unter anderem aus dem Grund, dass das dann auch meine Sitzunterlage quasi ist, und zwar sehr bequeme Sitzunterlage, zumal man außerdem sogar noch ein bisschen erhöht sitzt, dafür nutze ich dann eben das Schlafsackfach und da ja nur der Schlafsack und halt andere Textilien, wenn die noch reinpassen drin sind, kann da auch nichts kaputt gehen. Und dann brauchst du im Grunde keine Sitzunterlage. Auch wenn die wirklich nahezu nichts wiegt, diese ganz einfache da. Jo, Keuch, ja, beim Quatschen, beim Laufen, das ist natürlich dann schon ein bisschen. Aber für meine Verhältnisse bin ich jetzt gerade schon relativ flott unterwegs, zumal ich die Stöcke nicht benutze. Würde ich die benutzen, also richtig benutzen, ich stöckel hier so ein bisschen, so stöckel ich, einfach aus Gewohnheit, würde ich die jetzt richtig benutzen. Wäre ich natürlich noch einen Ticken dynamischer. Ein Ticken dynamischer ist das dann schon. Stöcke sind schon was Schönes, insbesondere wenn man halt knieinvalide ist. Was ich dann noch festgestellt habe, nochmal zum Thema mit den Schuhen. Es geht zwar jetzt wieder, aber trotzdem würde ich, wenn ich jetzt nochmal daheim wäre und die Schuhauswahl nochmal treffen könnte, würde ich meine normalen schweren Stiefel nehmen. Einmal, weil da weiß ich, mit denen kann mir fußtechnisch nichts passieren. Ich merke es ein bisschen am Knöchel, linker Fuß, Knöchel, rechter Fuß. Ja gut, da reibt der Schuh halt etwas. Aber die Anatomie ist ansonsten okay, die Haut ist das Problem. Knöchel, linker Fuß, der meldet sich halt so ein bisschen. Der merkt, dass er belastet wird. Und natürlich ist daran auch teilweise schuld, dass ich eben viel festes Schuhwerk trage. Das ist einfach meine Knöchel und die entsprechenden Gelenke und entsprechenden Bänder nicht so sehr gewöhnt sind, über längere Strecken eben alles selber machen zu müssen. Ne? Sämtliche Stabilisierung. Das übernimmt im schweren Stiefel tatsächlich der schwere Stiefel. Ja, das ist dann gut, wenn du müde bist und das Verletzungsrisiko steigt. In so einem Schuh, wie ich jetzt anhabe, steigt das Verletzungsrisiko enorm dann an, wenn man dann müde wird, und dann sollte man eigentlich aufhören. Hat man einen schweren Stiefel, dann kannst du bis zum St. Limmerleinstag weiterlaufen. Natürlich stolpern kannst du dann auch, aber das ist dann doch immer noch erheblich unwahrscheinlicher und Knöchelverletzungen ist nahezu unmöglich mit den Zehstiefeln, mit denen ich normalerweise rumrenne. Was heißt normalerweise? Also schon bei entsprechenden Wegen. Ne? Also wegen jedem Scheiß ziehe ich die jetzt auch nicht an. Das ist jetzt auch nicht, aber ja, für irgendwelche Touren im Geröll, auf Eis und Schnee, in den Bergen, würde ich auf jeden Fall immer weiterhin feste Stiefel anziehen. Ich auch, wenn ich inzwischen gelernt habe, dass es Leute gibt. Das Problem ist halt, man kennt zu viele Leute, die nehmen leichte Schuhe, haben keine Ahnung, dass sie Bergstiefel brauchen könnten, fliegen irgendwo runter und dann haben sie sich halt sonst was gebrochen. Ne? Knicken um, sind nicht trittsicher und so weiter. Hingegen muss man schon inzwischen vielleicht anerkennen, dass es halt Leute gibt, die so viel mit leichten Schuhen rumlatschen, dass sie damit und auch ihre Knöchel entsprechend halt trainiert sind, der gesamte Bewegungsapparat ganz, ganz unten entsprechend trainiert ist, dass sie es halt können. Das muss man dann schon anerkennen, dass es halt auch das gibt. Leute, die es halt wirklich einfach können. Und die sagen dann, ja gut, ich habe dazu noch leichtes Gepäck. Und dann, ich kenne ja meine Fähigkeiten und das Risiko, dass ich da dann irgendwie umknicke und so weiter und so fort, das ist quasi nicht existent. Gut, natürlich wird es da Leute geben, die da dann selbstüberschätzungsmäßig halt doch umknicken und dann haben sie den Salat. Natürlich, das wird es geben.
Aber ja, in den meisten Fällen. Also ich habe ja selber mit schweren Stiefeln wohlgemerkt und mit Stöcken eine Trittsicherheit von, na sagen wir mal, 99,99 irgendwas Prozent. Dass ich also wirklich mal irgendwie einen Trittfehler mache. Keinen schlimmen, nur überhaupt mal irgendeinen. Das kommt sehr, 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 sehr selten vor. Natürlich dann, wenn man mal so ein bisschen erschöpft ist. Bisschen häufiger, aber wirklich sehr, 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 sehr selten. Und das letzte Mal hingeflogen oder wirklich, also selbst ohne Verletzung, wirklich gestürzt bin ich, kann ich mich nicht erinnern, wann das gewesen sein soll. Also so gesehen, da kann ich schon nachvollziehen, dass man selbstverständlich auch ohne entsprechend schwere Stiefel so eine Trittsicherheit erreichen kann. Und dass man dann sagt, ja gut, dann riskiere ich es. Ja, ne, das, irgendwo kann man es nachvollziehen. Ich würde es zwar nicht machen, aber ja gut, ne, das ist natürlich auch nichts für Anfänger. Jo. Für Anfänger ist es auch nichts, wenn man sagt, ich probiere jetzt Ultralight aus und starte mal mit 4 Kilo. Das ist vielleicht auch für einen Anfänger, der das mal ausprobieren möchte, ein bisschen zu heftig zum Reinstarten. Ne? Vielleicht. Beziehungsweise, ja, schon. Da ist ja außerdem noch Winter. Ich würde einem Anfänger sowieso nicht empfehlen, im Winter irgendwas zu starten. Da kann man ja schön warten, bis es ein bisschen wärmer ist. Das heißt, sage ich jetzt nicht, weil ich angeben möchte, sondern das sage ich jetzt nur deswegen, ja, für den Fall, dass jemand Anfänger ist und das jetzt so nachmachen möchte. Da kommt ja noch erschwerend dazu, ich bin hier super zivilisationsnah. Ich muss hier irgendwie quasi irgendwo immer rechts den Hang runterfallen, weil ich rechtsrum laufe, muss ich rechtsrum den Hang runterfallen und dann lande ich sofort in irgendeinem Hinterhof. Mehr oder weniger auf fast dem ganzen Weg. Oder ich lande halt auf einer gut einsehbaren Wiese, wo ich dann winken, schreien. Und habe ich überhaupt eine Pfeife? Oh mein Gott, ich habe keine Pfeife! Oh, ah doch, mein Hut. Ach, natürlich. Ach ja, klar, mein Hut hat ja eine Pfeife. ja, jedenfalls könnte ich dann winkend, schreiend oder sonst was pfeifend auf mich aufmerksam machen. Das wird nicht passieren. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass ich ja dahingehend cheate, dass ich den Weg kenne. Ich kenne den sogar verdammt gut. Das sind die Wälder, in denen ich hier auch mal rumgeförstert habe. Dementsprechend, ja, ich kenne mich hier wirklich aus. Das ist also alles so ein bisschen null Risiko. Also selbst wenn es Winter ist, verflucht nochmal. Außerdem habe ich auch von der Temperatur zu erwartenden Temperatur und von der Temperatur, die meinen Schlafsack warm hält. Und zusätzlich habe ich noch ein Inlet. Hier auch jede Menge Reserven, also was die Nacht angeht. Und mit so schlechtem Wetter ist auch nicht zu rechnen. Also das ist jetzt keine krasse Leistung, was ich hier vollbringe. Wirklich nicht. Aber vielleicht trotzdem, als Anfänger, muss es nicht gleich 4 Kilo sein. Das werdet ihr sowieso nicht schaffen, wenn ihr nicht einen krassen Down-Schlafsack besitzt. Ne, dann schafft man das wahrscheinlich sowieso nicht. Und eine entsprechend krasse Isomatte und ja, guten leichten Rucksack zu kriegen, das ist nun nicht schwer. Ne? Da kann man sich ja auch irgendeinen super günstigen Discounter-Rucksack irgendwie zulegen. Einen leichten Rucksack zu haben, das ist nun wirklich nicht die Schwierigkeit. Oh, Wind. Na, ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Viel Wind ist es ja jetzt nicht. Die Windrauschreduzierung. Also das Ding hat eine Software-Windrauschreduzierung. Einen Puschel kann ich da wieder nicht anschließen an der Action-Cam. Aber ja, ein bisschen was bringt das erfahrungsgemäß schon. Ich bin ja immer noch ein bisschen am Testen mit dem Ding. Und bevor jetzt wieder 7000 Leute fragen, was ist das überhaupt für eine Kamera? Das ist eine... Ja, Moment, wo steht's? FDR X 1000V. Ja, das ist es. Also eine Sony. Keine GoPro, kein nix. Und es ist auch nicht die sehr günstige Actioncam, die ich mal auf einer kleineren Tour im Einsatz hatte. Die, ja, die hat schon eine schlechtere Bildqualität. Man kann mit dem Ding arbeiten. Kann man definitiv fürs Familienalbum, für Freunde und Bekannte, kann man da auch echt ein paar lustige Aufnahmen mitmachen. Mit der einfachen, günstigen.
Aber das Teil hier ist schon noch mal 2 bis 3 Levels besser, würde ich sagen. Oh, was da hinten interessant ist. Naja, da kommen wir noch gleich vorbei. Und das wäre so noch der kleine Sicherheitshinweis sozusagen. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Machen wir erstmal einen Schnitt.